So, willkommen zurück zu Let's Play Spyro Get to Bit The Glimmer Teil 2. Wir sind wieder back to the roots. Mit einer neuen Aufnahme. Ja, hier sind wir letztes Mal stehen geblieben. Und suchen uns jetzt die nächste Aufgabe. Und zwar also falsche Richtung. Ja. Nein. Geht das schon? Ja, das ist hier dieses Förmchen hier, dieses, das ist irgendwo so ein Rätsel, was wir noch machen können. Oder werden, machen werden. Ist noch nicht aktiv. So, Viertelstunde noch, kann ich noch aufnehmen. Bis 11. So. Was machen wir denn jetzt hier als nächstes? Da sammeln wir erstmal die Edelsteine ein. Ich glaube, ich weiß schon, was ich hier machen muss. Was unsere Aufgabe hier ist. Ich glaube, diese Götzen hier, die müssen wir zerstören. Mit diesem Power-Up hier. Wie viel haben wir schon? 742 Edelsteine. Und zwar, wenn wir jetzt hier durchlaufen, hier oben ist so eine Geschwindigkeitsding da. Wenn wir hier durchlaufen, zerstören wir diese Götzenfiguren, die hier überall verteilt sind. Das ist unsere Aufgabe mit Sicherheit. Was ist das? Ist das ein Gegner? Ne, okay, achso. Gut, dann fangen wir mal an. Rennen hier durch. Okay, wir müssen direkt schnell sein, mit Viereck laufen. Oh, 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 oh. Ach, okay, die sind wieder da. Das müssen wir alles hintereinander weg. Okay, das war schon wieder scheiße. Oh. Ja. Power up hier, das ist das, was ich machen wollte. Ich hab's aus Versehen weggedrückt vorhin, tut mir leid. Schwierigkeitsgrad 3. Aber im Endeffekt weiß man ja schon, was man machen muss hier. Ach. Das ist gar nicht so einfach hier. Ach. Direkt gerade alle auf einen Schlag mitzunehmen hier. Oh. Nein. Okay. Fünf, einer noch, nein. Nein, ah. Zu langsam. Viel zu langsam. Auf ein neues. Nein, warum? Okay, haben wir doch noch geschafft, sauber. Also, die verjagen diese Figur mit diesem Regentanz, genau. Sauber. Now I can pursue that dancing career I've dreamed of. Take this orb. It could help you go places. So. Jetzt kommt hier wieder eine grüne Kugel. Super. Okay, gucken wir mal eben nach. Vier Kugeln haben wir.
11 und 11 Gegner haben wir erledigt. Ach, wir müssen nochmal hier rein, leider. Wir müssen ja noch schwimmen lernen. Witzig. Sag mal was zu. Jetzt sag nichts mehr. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das war's. Okay, das war's dann hier. Okay, jetzt gucken wir mal das Rätsel hier. Ja, immer noch nicht. Kurz. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder zurück. Ja. Genau, jetzt können wir unsere Schwimmfunktion holen. Wir haben ja genug Edelsteine gesammelt. Dann holen wir den Rest irgendwann morgen. Nach Hause in den Sommerwald.
Nochmal 320. Okay. Habe ich noch irgendwo was vergessen? Gucken wir mal später wieso. Komisch. Okay, jetzt holen wir uns erstmal unsere Schwimmfunktion hier. Wir haben ja genug. Hello there, Spyro. Would you like to learn to swim underwater? I suppose I could teach you for a small fee. 500 kostet die Schwimmfunktion, die können wir uns jetzt holen. Ich habe 744 jetzt insgesamt. Dann können wir uns jetzt die Schwimmfunktion holen. Great! Okay, when you jump in the water, you can use the D-pad to move around the surface, use square to dive underwater. When you are underwater, use X to paddle and square to charge. So, jetzt haben wir unsere super Schwimmfunktion oder Tauchfunktion. Jetzt können wir unter Wasser tauchen. Ist das nicht schön? Unter Wasser können wir kein Feuer speien, da kommen jetzt nur Luftblasen. Okay. So, hier sind nämlich noch einige Edelsteine, die wir jetzt einsammeln können. Dank des neuen Fähigkeiten, die wir hier haben. Eine Fähigkeit. Okay, hier scheint. Da waren nur Fische. Hier sind auch Edelsteine. Jetzt gehen wir hier hoch. Und hier die Scheiße kaputt machen. So. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Drücken dieses Knöpfchen hier. Plopp. Okay, hier auch. Boah. You're well on your way, Spyro. Keep collecting talismans to help us defeat Ripto before he can take over Avalar. Oh, and keep collecting those orbs too. Ach, das. Oh. Geht es schon wieder zur nächsten Quest? Ja, ich möchte aber hier noch nicht hin. Ich sammle erstmal hier die Edelsteine. Hm. Oh, ich wollte da noch nicht reinfliegen. Wir müssen nämlich noch zurück. Die anderen Aufgaben fertig machen. Okay, wir haben 9 Leben. Ich guck mal nur gerade, was hier noch so ist. Ich möchte eigentlich hier noch nichts machen. Steht hier auch, okay. Die steht überall. Genauso hier wie der Bär hier. Nein! Ach. Well, well. Good to see you, Spyro.
I used to remember how to lower this wall behind me, but I seem to have temporarily forgotten. If you had more money, it might jog my memory. Der will immer Geld von uns, dieser Geldsack. So heißt er nämlich. 400 Games, jawoll. Well, well. Also wir haben ja noch nicht so viel. 400. Ja, aber das machen wir später, glaube ich. Ich wollte hier nur ein paar Edelsteine sammeln hier. Okay. Klettern können wir noch nicht. Wo? Dann werden wir uns nochmal diese Aufgabe gegeben zu klettern. Das finde ich noch raus, wer das war. Erstmal hier. Oh gut, die steht überall hier, die. Wie hieß, heißt sie nochmal? Ilara? Ilora? Ilora? Ich weiß, wie das funktioniert. Mit der Tür. Oh, nee, doch nicht. Ja? Ach, doch, warte, Moment. Ja, hat geklappt. Super, haben wir schon mal die Kugel hier. Unsere fünfte Kugel. Jetzt müssen wir gucken. Zurückfliegen. Okay, das hat auch geklappt. Super. Okay, da nicht. Ja, jetzt haben wir ja die super Tauchfunktion. Jetzt habe ich schon wieder Knopf gedrückt. Hier. Gehen wir zurück. Muss ich gerade mal gucken, wo wir hergekommen sind. Ich bin gerade nicht so sicher. Wird uns hier das Klettern angeboten? Jäger? Nee, Klettern? Nee. Also das finden wir noch heraus. Können wir später mal machen. So. Ja doch, wir sind ja gerade geschwommen, hier getaucht. War mir ein bisschen unsicher. Nee. Na gut. Dann machen wir erstmal hier Schluss, würde ich mal so sagen. Und ich beende damit meine Aufnahme. Ciao, ciao.